figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally... Yeah. In der Zwischenzeit hatten Gaara und die Tsuchikage die Oberhand im Kampf gegen die Kage aus der Vergangenheit gewinnen können. Aber durch einen neuen Shinobi, der wiederbelebt worden war, wendete sich das Schlachtenglück plötzlich wieder. Es war Madara Uchiha, der überall als die Legende der Uchiha bekannt war. Madaras Macht vernichtete die Shinobi-Allianz und ließ keinen Zweifel daran, wer auf diesem Schlachtfeld siegen würde. Ich habe bereits gegen ihn gekämpft. Ich bin der perfekte Gegner für ihn. Nein, das wird nicht reichen. Die ganze Ninja-Welt hängt von diesem Kampf ab. Ich werde ebenfalls kämpfen. Genau wie ich. Ha! Normalerweise würde ich sagen, haltet euch da raus. Aber mit ihm als Gegner mache ich eine Ausnahme. Hasekage, Naruto, wir halten ihn auf. Okay, let's go zu Naruto, Boruto, The Ultimate Ninja Storm Connection, wo wir gegen Madara antreten. Erledigen den Feind mit einer geheimen Technik. Wie ist es? Der Zahnspecht aus Iwagaku. Ich dachte, du hättest schon vor langer Zeit gelernt, dich nicht mit mir anzulegen. Wenn du glaubst, dass ich mich seitdem nicht geändert habe, hast du dich schwer getäuscht. Ich werde dich besiegen und mich damit selbst wiederfinden. Ich werde dich gleich nochmal in winzigste Einzelteile zerflücken. Unterschätze den Tsuchikage nicht. Die Welt muss sich nicht weiter bewegen. Sie muss lediglich ruhen im endlosen Tsukuyomi. Du bist derjenige, der ruhen wird. Senpo, Ultra Rasengan, Sperrfeuer! Ich werde diesen Krieg eigenhändig beenden und ich werde dabei nicht scheitern. Easy. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen, alter Mann. Erdversteck! Jutsu des super erleichterten Felsens! Mein Dank dafür, dass du mich unterhalten hast. Und jetzt mache ich dich fertig. Dieser Madara klingt nicht so gefährlich, ehrlich gesagt. Hätte jetzt cooler gefunden, wenn er gesagt hätte so... Oh, nett. Mal sehen, wie es aussieht mit einem zweiten. Gegen Madaras Kraft mussten Naruto, Gaara und der Tsuchikage Onoki bis an ihre Grenzen gehen. Mit der Stimme kannst du natürlich schon was machen, aber man muss halt auch Tsunade die richtigen Worte finden. Tsunade und der Raikage stürmten ebenfalls herbei, um zu helfen.
sodass wieder alle 5 Kage auf dem Schlachtfeld vereint waren und kämpften. Überlass diesen Madara einfach uns. Wir werden dem schnell ein Ende setzen. Glaubst du selbst nicht? Dir werde ich den anderen Madara überlassen. Als einen Schritt in eine hoffnungsfrohe Zukunft. Wir schützen dich auf diesem Feld. Damit du auf die andere Seite wechseln und zu unserem Schutz kämpfen kannst. Naruto, hör zu. Diese Botschaft haben wir für dich. Siegen! Die Ninja-Dörfer, einst getrennt voneinander, haben sich nun miteinander verbündet. Das könnte all dem Chaos und all dem Hass in der Ninja-Welt ein Ende bereiten. Die 5 Kage stellten sich dem legendären Madara und überließen Naruto den Kampf gegen Tobi. Oh Mann. Habe ich es ein bisschen überrissen? Erhalten. Ihi. Und jetzt kommt der Clash, ne? Mit seinem Rinnegan-Jutsu, mit dem er wiederbelebte Jinchuriki kontrollieren konnte, machte Tobi sich bereit. Naruto hatte klare Anweisungen erhalten. Im Auftrag der 5 Kage stellten sich Naruto und Killer B Tobi im Kampf. Und ich werde dir diese Maske vom Gesicht reißen! Um diese Maske zu bekommen, musst du Knochen brechen. Das hat er so nie gesagt, aber gut. Und damit ein herzliches Willkommen zu Naruto Boruto Ultimate Ninja Storm Connection. Führe ein 15-Treffer-Kombo aus. Wieder mal, ja, super. Ja, Freunde. Ich bin gerade wieder ziemlich angepisst von gewissen Leuten im Internet. Ehrlich gesagt, wir werden beide Madaras aufhalten. Moment, beide Madaras soll heißen was? Ist denn nicht der einzige das? Der echte Madara ist auf einem anderen Schlachtfeld aufgetaucht. Oh Gott, nicht schon wieder. Sag schon. Ich sollte vielleicht nicht, wenn ich genervt bin, anfangen aufzunehmen, ne? Gut, Alan Wake ging ja noch, aber das war vor. Madaras soll heißen was? Ist denn nicht der einzige das? Nein, ist es der nicht. Der echte Madara ist auf einem anderen Schlachtfeld aufgetaucht. Das heißt, du bist der Falsche. Sag schon. Wer bist du? Ich bin mir. Und ich will auch niemand sein. Was jetzt zählt, ist allein, dass der Plan zur Erschaffung des Mondauges erfolgreich ist. Es gibt sonst keinen Grund, in dieser hoffnungslosen Welt zu existieren. Ihr Jinchuriki wurde gezwungen, die Bijou aufzunehmen. Und das brachte euch nur Verzweiflung, stimmt's? Ihr wisst genau, von welcher Verzweiflung ich spreche. Nicht wahr? Du irrst dich. An ein Bijou gebunden zu sein, hat nicht nur Nachteile. Ja, aber... Los, was der für eine Stimme hat. Kein Problem, yo! Ich kann mich damit nicht anfreunden. Hier bin ich, das Genie, der Rapperkönig Killer Bee. Wee! Ich glaube auch nicht, dass das die richtige Stimme von Killer Bee war. Aber sie sie klingt Bijou besser. 8 Wirbel. Sie tönt, ja. Ich gehe in schön Schweizerdeutsche. Scheiße.
Los! Nee, aber vorhin... Als sie zum Gegenangriff ansetzen wollten, zwang Tobi drei der Jinjuriki, sich zu verwandeln und einen wilden Angriff zu starten. Es ist vorbei. Nicht mal ansatzweise. Superstarkendes Blatt des Wirbelwinds! Was war das gerade, Guy? Wo ist Konoha? Wirbelwind und so weiter. Egal, auf jeden Fall, Leute. Ja, was soll ich sagen? Wenn die Leute die ganze Zeit die Worte so verdrehen, wie sie es ganz gerne hätten, dann kriege ich zu viel. Es ging um eine Aussage, die ich vor Wochen mal reingeschrieben habe in die Kommentarsektion bei einem Let's Player, Streamer, whatever. Und da hat halt einer unter einem Souls-Titel gemeint, also es war Lies of P. Ja. Skill dich ruhig um, bliblablub. Und ich sagte so, ist nicht also es ist eigentlich nicht nötig, um zu skillen. Ein Souls-like ist eigentlich, oder ein Souls-Teil ist eigentlich ein Spiel, was so gemacht ist, dass du es mit der Starterwaffe legit durchspielen könntest und mit so wie du geskillt bist. Zu stark gibt's nicht. Beispielsweise zu schwach gibt's nicht. Oder zu wenig Schaden gibt's nicht. Du brauchst vielleicht länger, ja, das mag sein. Wenn du weniger Schaden machst, das ist natürlich, ne? Aber machbar ist alles. Man braucht einfach vielleicht mehr Training, man muss mehr den Gegner auswendig lernen, als wenn man halt einfach mehr Damage drückt und den anstatt nur mit 20 Hits besiegt, sag ich jetzt mal salopp, und du dann nur 4 Hits brauchst für den Boss, so klar, dann bist du komplett overpowered. Aber ihr wisst, was ich meine. Und ich habe damit nie gesagt, dass ich sage, wie jemand zu spielen hat. Ich habe nur gesagt, dass es eigentlich nicht nötig wäre. Ne? Dass man sich komplett umskillen muss. Aber dass es bei Lies of P gegen Ende, beim Endboss, einfach zwingend notwendig ist, wenn du kein Spieler bist, der Souls atmet. Ne? Also ich bin keiner, der 24/7 Souls spielt. Sprich, der Endboss war praktisch unmöglich, wenn du nicht Stunden investieren konntest, um den Boss richtig zu lernen. Und das konnte ich legit nicht. Ich habe Familie, ich habe alles, ne? Habe auch noch Freizeit, die ich ganz gerne haben wollen würde. Und dann kommen solche Idioten daher und drehen dir das Wort im Munde um. Und ich so, bei aller Liebe, wollt ihr mich komplett ficken? Also, gebt mir definitiv auf den Sack. Und dass ich mich verhaspelt hätte, dass es schon nicht mehr lustig ist. Und dann habe ich so Nachrichten durchgelesen. Nein, habe ich nicht. Aber wie gesagt, wenn du Sachen so liest, wie du es ganz gerne wie du es ganz gerne möchtest, dann verhaspelt sich jeder. In deinen Augen. Also habe ich ihm dann auch so geschrieben. Also ist das lächerlich, ey. Ich habe sicher etwa 5-mal geschrieben, weil er es immer wieder falsch dargestellt hat, dass man du hast es selbst gegen Ende beim Boss die Eggs oder was das auch immer, was auch immer benutzt hast, so ändern müssen. So, ja, eben, das meine ich auch. Und will mich noch anprangern, weil ich, dass ich nicht gerade kommunikationsstarke Argumente liefern kann, weil ich halt das auf das Fail-Design von den Entwicklern schiebe, dass das nicht möglich ist, außer du grindest, bis du es kannst. So. Ich meine, ich habe bis jetzt alle Teile gespielt, auch wenn es nicht alles auf YouTube gibt bei mir. Ich meine, ich habe Demon's Souls mit meinem besten Freund gespielt, komplett durch. Ich habe Dark Souls 2 sogar nachgeholt mit meinem besten Freund, obwohl ich gar keinen Bock hatte.
Und nein, wir haben die Bosse im Einzelnen gelegt. Also ich bei ihm schon. Ich war, weil er hasst es, alleine zu kämpfen. Ne? Ich habe es halt alleine gemacht, weil ich Bosse in der Regel eigentlich immer solo lege. Mittlerweile zumindest am Anfang bei Dark Souls 3 habe ich immer noch so ein Helferlein geholt, so, weil es halt mein erstes Souls-Teil war. Und mittlerweile lege ich alles solo, also ja, ohne Umskillen, ohne nix, also das, deswegen. Und das ist auch in der Souls-Community bekannt, dass man nichts ändern müsste. Du darfst ganz gerne, wenn du Bock hast, was anderes zu nehmen, aber nicht, weil der Boss zu schwierig ist, ne? Egal, so, selbst bei Bloodborne, also für mich waren 2-3 Bosse aus dem DLC, auch Ludwig, waren scheiß harter Brocken. Und nicht mal für den brauchte ich irgendwelche, ne, Änderungen in meinem Skilltree. Also, ich weiß nicht. Kann man sehen jetzt, wie man möchte, aber das ist eine eindeutige Aussage von den Entwicklern. Hey, spielt es so, wie ihr wollt, aber ihr könntet auch, ne, mit eurem Level, eurem Moveset, also eurem Gear, so könnt ihr alles machen. Und dann kommen diese Pisser um die Ecke und sagen, also diese Leute, die sagen, du zwingst einen was auf. Nein, Bro, lern lesen oder lass es sein, Mann. Zieh dich aus dem Internet zurück, Mann. Wer bitte, Mann, bist du, ey? Aber selbst in dieser kniffligen Situation gelang es Naruto, mit den Vierschwänzigen zu kommunizieren und Kontakt aufzunehmen. Das Tier verriet Naruto den wahren Namen des Neunschwänzigen, Kurama. Und Naruto wünschte sich nichts sehnlicher als Freundschaft. So begann ein Kampf, in dem Bijou auf Bijou und Jinjuriki auf Jinjuriki traf. Eines Tages werde ich mich um all den Hass kümmern, den du in dir trägst. Das erweichte das kalte Herz von Kurama, der daraufhin den Entschluss fasste, Naruto zu helfen. Du bist kein Fuchsungeheuer mehr. Du bist viel mehr als das, mein Partner. Also dann, fangen wir an! Holy shit! Mit deinem Ninio zu dreimal treffen, ist das alles okay? Naruto, die Kraft ist... Ich glaube, da wird eher die Challenge sein, kein Damage zu fressen. No. Naruto, die Kraft des Neunschwänzigen. Lord Kurama! Lass uns eins klarstellen. Ich werde in Zeiten wie diesen nicht einfach herumsetzen und nichts. Unsere erste Verbindung im geschwänzter Zustand ist doch nicht perfekt. Es wird also nicht lange durchhalten. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um dich ein für alle Mal zu besiegen. Ah, ich wusste es. Der Kampf spitzte sich immer mehr zu. Naruto wandte sich direkt an die Bijou und Jinjuriki unter Tobis Kontrolle.
Sie verrieten ihm ihren Namen und legten die zukünftige Beziehung zwischen Menschen und Bijou in seine Hände. Naruto bedankte sich für ihr Vertrauen mit einer großen Geste, indem er sie aus den Jinchuriki befreite. Stück für Stück begann Narutos Entwicklung, Tobis Erwartungen zu übersteigen. Naruto wurde immer stärker. Tobi fürchtete nun, dass seine Pläne zunichte gemacht werden könnten. Können wir darüber reden, dass das so nicht stimmte? Vor allem Ding, das war doch im Wald, wo er Tobis Maske abgeballert hat, weil hier ist schon die Gebrüder, vereinte Brüder, ne? Ja, wir müssen nochmal, ne? Geht nicht anders. Ach so! Und ich bin sicher alleine, ne? Naruto, die Kraft des Neunschwänzigen. Los, Kurama! Lass uns eins klarstellen. Ich werde in Zeiten wie diesen nicht einfach heraussetzen und nichts. Oh, brah. Unsere. Wie oft darf er irgendwas spammen, der Wichsknödel? Naruto, die Kraft des... Wow. Kurama, du hast gerade Sendepause. Hey, warum ist der Wichser so schnell? Können wir darüber reden? Ich weiß, es ist eine Katze. Das ist mir schon klar. Ey. Ich bin geportet, man hat sogar gesehen, dass es das Tauschjutsu aktiviert hat. Nee. Ich werde in Zeiten wie diesen nicht einfach herumsetzen und nichts. Komm. Unsere erste Verbindung im geschwänzter Zustand ist doch nicht perfekt. Es wird also nicht lange durchhalten. Das gibt. So Sturm. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um dich ein für alle Mal zu besiegen. Bitte es. Ja, Mann. Dankeschön, das war's, Mann. Ich weiß, dass ich geil bin. Ja, Ego-Push, immer wieder mal nötig. Meister des Erwachens. Okay. Ja, soll ich das jetzt auch schon? Nee, ich glaube nicht. Das ist die Befreiung der Bijus, ne? Kapitel abgeschlossen für heute. Und damit bis zum nächsten Mal, Freunde. Tüdelü. Figure it out.